Kind weiß, dass er nur darauf brennt, Abenteuer zu bestehen. Ins Zentrum unserer Erde oder auf den Grund der Meere wollen wir mit ihm gehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt führt er uns, unser Held. Da gibt es viel für uns zu sehen. Geheime Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Er taucht hinab zum Meeresgrund, bis an der Hölle Schlund, beweist uns seine Theorien. Und zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt. Mit ihm auf große Fahrt zu gehen, Abenteuer zu bestehen, ist unser Glück. Sticht Willi Fork in See, dann sind wir dabei, juchhe, und keiner bleibt zurück. Wir reisen in manch fernes Land, das uns bisher war unbekannt. Keinen von uns hält es zu Haus, wenn er sagt, kommt Freunde, wir ziehen in die weite Welt hinaus. Bis zum Mittelpunkt der Welt führt er uns, unser Held. Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt und auf den Grund der See. Zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt wollen wir mit ihm gehen. Alte Freunde. Willi Fogg wurde auf die Angriffe eines Seeungeheuers auf Schiffe aufmerksam gemacht. Die amerikanische Regierung hatte Monsieur Willi Fogg deshalb gebeten, an einer Expedition an Bord des Marineschiffes Abraham Lincoln teilzunehmen, um dem maritimen Rätsel auf die Spur zu kommen. Oh mon Dieu, wir waren gerade erst vom Mittelpunkt der Erde zurückgekehrt und sollten nun schon wieder ein neues Abenteuer erleben. Die Jagd auf ein Seeungeheuer aus den Tiefen des Ozeans. Wir schreiben den 28. August 1873 und haben uns soeben auf unsere spannende Expedition begeben. Wir dampfen über den Ozean nach Amerika und Monsieur Fogg ist davon überzeugt, den Schlüssel zu dem Geheimnis zu finden, das alle Wissenschaftler der Welt in Atem hält. In der Zwischenzeit versuchen Tico und ich, uns an Deck dieses Kreuzfahrtschiffes zu entspannen. Du Mist, Trigodon! Du mieser Gauner! Wie kannst du nur sowas deinem besten Freund antun? Nein, nein, mon ami, das siehst du völlig falsch. Ich schummel doch nicht. Du bist einfach nur ein schlechter Verlierer. Und wie du schummelst! Ich hab gesehen, wie du meinen Puck bewegt hast. Na los, gib's zu! Das ist doch Quatsch, mon ami, aber ich werde dir ausnahmsweise deine Anschuldigungen vergeben, denn jetzt bin ich dran und ich werde gewinnen. Hey, das ist unfair. Du hast ihn mit dem Fuß bewegt. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen, Rigodon. Du bist ein Betrüger. Eins kannst du mir glauben, mit dir spiele ich nie wieder. Ab jetzt musst du mit dir alleine spielen. Rigodon, Tico, wer auch immer von euch recht hat. Seit wir London verlassen haben, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch zu streiten. Könnt ihr nicht mal eine Minute Ruhe Rigodon geben? Rigodon ist schuld. Er betrügt mich, wo er nur kann. Tico ist ein schlechter Verlierer, Prinzessin. Verrat mir doch mal, wie ich ein schlechter Verlierer sein kann, wenn ich nie verliere. Wie ich sehe, hast du dein artistisches Temperament noch nicht verloren, Tico. Das ist Akita, sieh doch nur. Akita kommt uns besuchen, ich werde verrückt, Rigodon, sieh doch mal. Was? Akita ist hier? Was ist denn los? Du meine Güte, das ist ja Akita, der Zirkusbesitzer, den wir auf unserer Reise in 80 Tagen um die Welt in Yokohama kennengelernt haben. Schön, Sie zu sehen, Akita. Wie geht es Ihnen? Bestens. Danke, Madame. Darf ich Ihnen Marlene vorstellen? Meine Verlobte. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Prinzessin. Hey, also ich finde, dass sie sich viel zu sehr einparfümiert hat. Finden Sie nicht auch? Nun, Rigodon, erzähl mir mal, wie es dir so geht, seit du die Zirkuswelt verlassen hast und auf große Reisen gegangen bist. Och, ich war immer ziemlich beschäftigt, Monsieur. Na, ich wette, das war alles nur halb so spannend wie die schöne Zeit, die du bei mir im Zirkus erlebt hast. Kannst du dich daran erinnern, Rigodon? Diese grandiose Nummer mit Tico als lebende Kanonenkugel war ein Riesenerfolg. Dieser wunderschöne Abend, an dem auch Willi Fogg im Publikum saß, ist einfach unvergesslich.
Als Tico in dem großen Kanonenrohr verschwand, wusste er noch gar nicht, dass seine Nummer in die Zirkusgeschichte eingehen wird. Denn als er wie eine Kugel durch die Luft flog, bewies Mr. Fogg unglaubliches Geschick mit seinem Schirm. Noch heute spricht die ganze Welt davon. Und dann hatten wir noch die sensationelle Messerwurfnummer mit dem großen Zambini im Programm. Über 500 Vorstellungen ohne einen einzigen Kratzer. Kannst du dich daran noch erinnern, Rigodon? Aber ja, ich kann mich an die Vorstellung noch sehr gut erinnern. Aber eins können Sie mir glauben, verglichen mit den Gefahren unserer letzten Reise war der Zirkus nichts weiter als ein Kaffeekränzchen. Ich nehme an, Sie machen gerade eine kleine Erholungsreise nach New York, stimmt's? Im Gegenteil, nein. Ich wünschte, es wäre so. Wir werden eine unglaubliche Kreatur fangen, die über 100 Meter lang ist und den ganzen Tag Feuer spuckt. Oh, Tico, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Bitte hör auf, dich hier aufzuspielen. Eigentlich sind wir auf dem Weg nach New York, weil die amerikanische Regierung meinen Mann und ein paar Wissenschaftler gebeten hat, einige seltsame Unfälle aufzuklären, die auf dem Meer passiert sind. Verzeihen Sie bitte, Prinzessin Romy, aber wo ist denn Mr. Fogg? Ja, ich möchte diesen illustren Gentleman unbedingt kennenlernen. Jemand, der so viel durchmacht und sich so viel aufhalst, nur um der Menschheit zu helfen, muss eine faszinierende Erscheinung sein. Ja, lassen Sie mich überlegen, wo könnte er sein? Laut diesem Buch hier, Ralph, weiß Professor Aronnax eine Menge über Seeungeheuer. Sehen Sie sich bloß diese Illustrationen an. Also für mich sieht es aus wie ein Wal. Nicht ganz. Man nennt ihn Killerwal. Sie müssen sich nur mal die Größe ansehen, Ralph. Einfach enorm. Mein lieber Mr. Fogg, wie schön, Sie nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Welche Überraschung, mein lieber Freund. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie auch auf diesem Schiff reisen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ich fahre nach New York, um meine neue Show vorzubereiten. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen Marlene vorzustellen, Mr. Fogg, meine Verlobte. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss. Mr. Fogg, die Freude ist auf meiner Seite. Ich habe schon so viele tolle Dinge über Sie gehört und konnte es kaum erwarten, Sie kennenzulernen. Oh, na, wie Sie sehen, bin ich ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Die Leute neigen oft zu Übertreibungen. Aber wo bleibt meine gute Erziehung? Das ist Ralph, ein hervorragender Journalist und sehr guter Freund von mir. Freut mich sehr. Sie haben da ja ein unglaubliches Bild in der Hand, Ralph. Ich habe noch nie ein so großes Ungeheuer gesehen. Das ist kein Ungeheuer, Sir. Das ist nur ein Killerwal. Aber Rigodon, bist du sicher, dass es klappen wird? Ja, natürlich bin ich das. Hör mal, es ist ganz einfach. Na gut, wenn du meinst. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Prinzessin, aber wir möchten Ihnen gern etwas sagen. Ja, genau. Wir möchten der wundervollsten Prinzessin der Welt etwas ganz Pyramidalisches sagen. Ach ja? Da bin ich aber gespannt. Wir wollten eigentlich nur sagen, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Oh, vielen Dank euch beiden. Und ich dachte schon, alle hätten meinen Geburtstag vergessen. Aber nein, Prinzessin, wir haben auch ein kleines Geschenk für Sie. Oh, wie hübsch, vielen Dank, das war doch nicht nötig. Tja, Gnädigste, das war erst der Anfang. Oh! Was ist denn los, Prinzessin? Stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, vielen Dank. Das Geschenk ist wundervoll. Okay, das war alles. Sie können jetzt gehen. Ei, ei, Captain. Oh, guten Morgen, Miss. Und guten Morgen, Mr. Fogg. Mr. Fogg? Was verschafft mir die Ehre? Wollen Sie mit Miss Marlene von hier oben die Delfine beobachten? Mr. Fogg hat mir gerade etwas über Killerwale erzählt, Captain. Glauben Sie, dass wir viele dieser furchterregenden Kreaturen sehen werden? Ich glaube, in diesem Teil der Welt kommen sie nur recht selten vor, aber wer weiß. Dürfte ich Sie etwas fragen, Kapitän? Wie lange dauert es wohl noch, bis wir die amerikanische Küste sehen? Ich schätze, morgen werden wir Amerika erreichen, wenn alles glatt läuft. Ich gebe heute Abend eine Dinnerparty, um das Ende der Reise zu feiern. Und ich würde mich freuen, Sie als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Ich liebe Dinnerpartys. Ich kann es gar nicht abwarten. Sie dürfen mit uns rechnen. Sieht gut aus. Oder nicht? Jetzt komm schon. Lass dir doch endlich was einfallen, damit meine Haare nicht so hoch stehen, Rigodon. Tja, wenn du mich fragst, hilft nur eins, ob's dir gefällt oder nicht. Wir müssen die widerspenstigen Zappeln abschneiden. Hast du noch alle? Als du das letzte Mal seekrank warst, hast du auch gesponnen. Aber ich warne dich, diesmal lässt du die Finger von mir, klar? Hör doch auf zu schreien, Tico. Sonst denken die Leute noch, ich will dir den Kopf abschneiden und nicht deine Haare. Ich würde mir von dir noch nicht mal meinen Bart stutzen lassen. Ich bin auf diesem Gebiet ein echter Fachmann. Wehe, du fasst mich an. Eigentlich finde ich ja, dass meine Haare heute ausgesprochen gut liegen. Na gut, wenn du willst, dass die Leute über dich lachen. Aber was hältst du davon, wenn wir nach dem Essen eine kleine Nummer vorführen? Wir könnten ein bisschen jonglieren. Jonglieren? Aber Rigodon, wir haben doch schon ewig nicht mehr jongliert. Und auf diesen ganzen gefährlichen Reisen hatten wir auch keine Gelegenheit zu üben. Ja.
Hey, ich warne dich, wenn du mein Haarwasser fallen lässt, passiert ein Unglück. Hör lieber auf, du Dummkopf. Guten Abend, meine Liebe. Wie ich sehe, bist du schon bereit fürs Abendessen? Ja, das bin ich. Aber du kommst zu spät, Willi. Ja, richtig. Um genau zu sein, habe ich mich um 3,5 Minuten verspätet. Sag mal, Willi, weißt du überhaupt, was heute für ein Tag ist? Ja, aber natürlich weiß ich das. Heute ist der 3. September und morgen kommen wir pünktlich in New York an. Davon rede ich doch gar nicht, Willi. Heute ist mein Geburtstag. Du hast heute Geburtstag? Ja, richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich bitte um Verzeihung, meine Liebe. Sieht mir heute ganz nach einer gemütlichen Nacht aus. Hä? Au! Ich muss sofort den Captain warnen! Captain! Captain! Was ist denn los? Ich muss sofort den Captain sprechen. Unmöglich. Er gibt gerade die Abschiedsparty. Was ist denn so wichtig? Direkt vor uns liegt ein Eisberg. Das gibt einen Riesenknall. Bist du dir ganz sicher? Ja, doch, Sir. Lass mal sehen. Ah, du hast recht. Wir werden ihn haben. Zum Wohl. Meine Damen und Herren, ich möchte einen Toast auf alle Passagiere aussprechen. Es war eine überaus angenehme Reise. Und jetzt kommt eine ganz besondere Überraschung für eine ganz besondere Dame. Oh! 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 Schön! Ist dein Geburtstag, voller Freude! Happy Birthday, meine Liebe. Ist diese riesengroße Torte wirklich für mich? Aber ja, meine Liebe, und das hier auch. Oh, wie schön er funkelt. Ich hoffe, dass Ihnen der Kuchen schmeckt, den ich Ihnen zum Geburtstag gemacht habe. Ihr Mann hat ihn extra für Sie bestellt. Oh, jetzt wird mir einiges klar. Das war Alarm. Und diesmal klingt es ernst. Vielleicht ein Killerwal. Oh, mon Dieu. Typisch, gerade wo ich mir ein Stück Kuchen holen wollte. Ich bin mir sicher, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie sitzen. Mr. Funk, wären Sie so freundlich, mich zu begleiten. Jawohl, Kapitän. Gehen wir. Hä? Hey, warten Sie, ich komme auch mit. Ein Journalist muss immer am Ort des Geschehens sein. Nachdem mir der Matrose davon erzählt hat, habe ich selbst nachgesehen und plötzlich war er vor mir, ein gigantischer Eisberg. Glauben Sie, dass das Schiff mit dem Eisberg kollidiert? Das kann man noch nicht genau sagen, aber den Kurs können wir jetzt nicht mehr ändern. Nun, Mr. Fogg, es sieht nicht besonders gut aus. So wie ich die Sache sehe, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen, Kapitän. Ach, haben wir. Ei, ei, Sir. Alle Mann in Alarmbereitschaft, Rettungsboote klar machen. Ei, ei, Captain. Achtung, Achtung, Männer, das ist ein Notruf. Höchste Alarmstufe, Rettungsboote klar. Schneller! Runter damit! Ist der Eisberg zusammen? Oh Gott, wie schrecklich! Haben Sie denn gar keine Angst, Prinzessin? Ich bin mir sicher, wenn wir Ruhe bewahren, wird uns nichts passieren. Sie werden schon sehen. Mon Dieu, ein riesiger Eisberg. Und ich hatte die ganze Zeit vor einem kleinen Seeungeheuer Angst. Solltest du zufällig ein dickes Rumsen hören, ist es kein Eisberg, sondern mein Magen. Jetzt fang nur nicht wieder mit diesem Kuchen an, sonst drehe ich wirklich durch. Bitte bleiben Sie ganz ruhig. Immer so in einer nach dem anderen in die Rettungsboote. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wie sieht es aus, Kapitän? Nicht gut. Ein Zusammenstoß ist nicht zu verhindern. Ach, ich habe von der Live-Berichterstattung die Nase voll. Beruhigen Sie sich, Gentlemen. Wir haben immer noch eine kleine Chance.
Oh mein Gott. Gott. Mir wird schlecht. Oh. Tu doch was, Rigodon. Die Boote sind proppenvoll. Da ist kein Platz mehr für mich. Dass du immer nur an dich denken musst, Tico. Nimm dir ein Beispiel an Mr. Fogg. Der steht hier nicht blöd rum und jammert. Im Gegenteil, der steht vorne auf der Brücke und setzt mit Ralf und dem Kapitän sein Leben für uns aufs Spiel. Ich glaub, mir wird gerade übel. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben den Eisberg nur gestreift! Ein kaum erwähnenswerter Schaden! Wir sind alle in Sicherheit! Ja, wir sind gerettet! Wir sind gerettet! Worauf warten wir, Kapitän? Das sollten wir sofort allen Passagieren mitteilen. Ich habe bereits den Wachhabenden rufen lassen. Sie haben mich gerufen, Captain? Wir haben die Gefahrensituation überstanden. Ich möchte die Passagiere sofort darüber informieren. Stellen Sie genügend Wachen auf, bis wir im Morgengrauen New York erreichen. Ich kümmere mich sofort darum, Captain. Und jetzt schlage ich vor, dass wir in den Speisesaal zurückgehen und mit unserer Dinnerparty fortfahren. Ja! Eine prima Idee. Finde ich auch. Nach so einer Angelegenheit tut uns allen ein bisschen Feiern gut. Captain, das Schiff läuft in den Hafen ein. Soll ich der Kapelle sagen, dass sie anfangen soll? Das wäre noch zu früh, Carlo. Warten wir ab, bis das Schiff angelegt hat. Aye, aye, Captain, Sir. Hurra, hurra, da kommen sie, hurra! Haltet euch bereit, Jungs. Klar doch, machen wir. Wir wollen doch ihre Ankunft nicht versäumen. Siehst du, meine Liebe, jetzt sind wir endlich in New York. Und das ist erst der Anfang. Hey, Rigodon, siehst du die ganzen Leute da unten? Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Eine tolle Party, was? Ich habe sowas schon viel öfter erlebt. Monsieur Fogg ist ja schließlich weltberühmt. Carlo, befehlen Sie der Kapelle, dass sie anfangen kann, wenn alle bereit sind. Hey, Kumpel, hast du nicht gehört, was der Captain gesagt hat? Worauf wartet ihr denn noch? Stimmt es, dass Sie sofort wieder an Bord der Abraham Lincoln gehen und weiterfahren, Mr. Fogg? Geben Sie uns ein bisschen was über dieses Ungeheuer. Sie glauben doch nicht wirklich an seine Existenz. Tut mir leid, Gentlemen. Mr. Fogg ist von dieser Reise sehr erschöpft. Er wird Ihnen die Fragen ein andermal beantworten. Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank. Ich habe noch nie in so einer Menschenmenge gebadet. Also ich bin topfit. Wenn die Herren von der Presse noch ein paar Fragen haben, bitte sehr. Herzlich willkommen, Mr. Fogg. Ich bin der Kapitän der Abraham Lincoln. Guten Morgen, Kapitän. Schön, Sie kennenzulernen. Ich sehe der Reise mit Ihnen und Ihrer Crew mit Freude entgegen. Wenn Sie mir dann bitte folgen würden, Mr. Fogg? Natürlich, sehr gern. Ich kann es nicht erwarten, an Bord der Abraham Lincoln zu gehen. Ich bleibe mit Marlene ein Weilchen in New York. Es ist also an der Zeit, dass wir uns verabschieden. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Sie haben eine lange und gefährliche Reise vor sich. Ich möchte Ihnen meine besten Wünsche für eine sichere Rückkehr mit auf den Weg geben. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und nächstes Mal mache ich einen Kuchen, bei dem Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Den sollten Sie lieber nicht auf einem Schiff genießen. Auf Wiedersehen, Akita. Ich wünsche Ihnen mit Ihrem Zirkus viel Erfolg, mein Freund. Tausend Dank, Mr. Fogg. Was machen wir denn jetzt, Rigodon? Gehen wir zum Zirkus zurück oder suchen wir nach diesem Seemonster? Doofe Frage. Wir bleiben natürlich bei Mr. Fogg. Wo er auch hingeht, wir folgen ihm.
Guten Morgen, Captain. Mein Name ist Ralf. Ich bin Journalist bei Morning Chronicle. Hätten Sie für mich eventuell noch eine Kabine an Bord der Abraham Lincoln? Für so einen weltberühmten Journalisten wie Sie haben wir immer einen Platz frei. Überlassen Sie das, Carlo. Er kümmert sich um alles und sieht zu, dass Sie es bei uns gut haben. Nun, Gentlemen, ich hoffe, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit ist und dass Carlo sich gut um Sie gekümmert hat. Wir sind mehr als zufrieden. Alles bestens. Gut, freut mich zu hören. Dann gebe ich Befehl, dass wir in einer halben Stunde auslaufen. Oh, wie schön. Dann sind wir ja bald wieder unterwegs, Mr. Fogg. Captain, dürfte ich Sie mal einen Moment stören? Ah, Professor, wenn Sie erlauben, möchte ich Sie kurz bekannt machen. Das wird nicht nötig sein, Kapitän. Es ist mir eine Ehre, mit einem so berühmten Wissenschaftler wie Professor Aronnax auf dem gleichen Schiff zu sein. Es ist mir eine noch größere Ehre, mit einem so erfahrenen Abenteurer wie Ihnen reisen zu dürfen, Mr. Fogg. Zu freundlich, danke. Darf ich Ihnen Ralf vorstellen, Professor? Er ist einer der renommiertesten Reporter, die ich kenne. Er wird uns auf dieser Reise begleiten. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ach, übrigens, weiß jemand von Ihnen, wo ich Carlo finden kann? Ich habe meinen Koffer verloren. Ihr zeigt meinem Butler das Schiff, aber wo er sich zurzeit gerade aufhält, weiß ich leider nicht. Und hinter dieser Tür hier ist der Maschinenraum. Wow, ein ganzer Raum für die Maschinen? Hey! Was hast du hier unten noch zu suchen? Der Captain hat dich doch heute früh gefeuert und dir befohlen, das Schiff sofort zu verlassen. Das solltest du besser auch tun. Ist mir egal, was der Captain gesagt hat, Carlo. Ich möchte auf dieser Reise dabei sein. Wenn Klar? der Captain gesagt hat, dass du hier verschwinden sollst, dann verschwinde auch. Mach uns ja keinen Ärger. Ich warne dich. Befehl ist Befehl und jetzt raus Willst hier, raus. Willst du mich etwa dazu zwingen, Carlo? Na los, mach schon. Versuch's doch mal. Halt dich bereit, Rigodon. Sieht ganz so aus, als ob sich dieser Stinker hier unbedingt prügeln möchte. Ich glaube, da hast du ausnahmsweise mal recht. Wir sollten Carlo mit seinem Schicksal nicht allein lassen. Los, komm mit! Hey, Carlo, brauchst du zufällig Hilfe? Ja, verpass ihm doch eine ordentliche Links-Rechts-Kombination mit einem klassischen Aufwärtshaken. Das wird nicht nötig sein, meine Freunde. Gus wollte das Schiff gerade verlassen. Okay, okay, überredet. Ich verschwinde. Aber ihr werdet noch von mir hören. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Also, wenn ihr mich fragt, ist dieser Mann nicht ganz astrein, hat einen miesen Charakter. Oh! Ja, au! Komisch, warum hat es dieser Mann nur so eilig? Seid nicht los, habt ihr euch gewaltig geirrt? Wir lassen New York hinter uns und machen uns auf der Abraham Lincoln auf die Suche nach diesem Seeungeheuer. Aber wie oft haben wir schon etwas gesucht und nicht gefunden? Das Leben auf den Wellen des Ozeans ist voller Überraschungen. Denn plötzlich interessiert sich etwas für unser Schiff, das stark und bösartig ist. Wir können nichts anderes tun, als auf den Angriff zu warten. Und wenn der kommt, ist er zerstörerisch. Als wir uns sicher sind, dass es schlimmer nicht werden kann, wird es noch schlimmer.